du den Wohnbereich betrittst, kannst du deine Schuhe anlassen und stellst sie am besten im Eingangsbereich in das Schuhregal. Als zweites solltest du deinen Alkohol auf Partys selbst mitbringen, denn Alkohol ist in Schweden teuer. Fremden sollte man nicht zu lange in die Augen schauen. Ganz wichtig ist, dass du ein Ja für ein Ja nehmen solltest. Ja heißt, ich stimme eigentlich nicht ganz zu, habe aber keinen Bock auf eine lange Diskussion. In Schweden sind die Aufzugsnummern anders als in Deutschland. Um in die erste Etage zu kommen, drückt man in Schweden auf die 2. Im Smalltalk wird in Schweden nicht gejammert. Wichtiger sind Themen wie Wetter und Urlaub. Außerdem solltest du Köttbullar richtig aussprechen. Richtig klingt es so. Menschen spricht man in Schweden mit dem Vornamen an. Max Nilsson ist Max und nicht Herr Nilsson. In der Öffentlichkeit sollte man leise sprechen. Außerdem wird Stress nicht gern gesehen. Am besten man arbeitet also ruhig, das heißt erst zahlen, dann die Milch und den Käse in die Tüte packen. Beim Überreichen eines Blumenstraußes wird in Schweden das Papier nicht entfernt.